So, was brauchen wir denn hier noch? Jede Menge Zeug. Wir gucken mal. 1000, das passt. 300. Nehmen wir 400. Dann 300, machen wir 300. Dann 60 Maschinen. Machen wir mal 70. Können wir mal so ein bisschen hier reingehen. Noch irgendwas. Von denen hier 200 mindestens. Eventuell noch Kisten hier, aber die habe ich eigentlich mit. Stahlkiste da. Blauen Pisten kannst du auch per Hand basteln. Das ist richtig. Mache ich auch. Ich weiß gar nicht, wozu die blauen Kisten hier überhaupt noch sind. Ja, die haben doch gar keinen Nutzen mehr. Die sind bloß nach Andenken an früher. An Zeiten, wo die noch, wo die eine Bewandtnis hatten. Ja, die sind eigentlich schon lange vorbei. Oh, hier ist. Bild an Plastik. Achso, es fehlt an allem. Nicht genug Züge. Gut. Schon wieder nicht genug Züge. Das gibt's ja nicht. Aber hier ist nicht irgendwo Stau, oder? Nee. Kein Stau. Es sind wirklich einfach nicht genug Züge da. Das ist nicht so cool. Wir speichern nochmal ganz kurz. Ich mache die Züge nochmal einen Ticken schneller. Na, Mod-Einstellungen hier. Einstellungen. Ups. Mod-Einstellungen. Wir hatten das hier auf 50 gestellt. Wir machen da mal 30 draus. Bei allem. So, dann gehen die nochmal eine ganze Ecke mehr ab. Bestätigen. Oh, da muss er nochmal neu laden. Okay. So, dann kommen die nämlich ein bisschen schneller durch die Kreuzungen durch und blockieren die nicht so lange. Und dadurch wird der Durchsatz halt größer. Und das wird halt, ja. Ich überlaste halt dieses System. Ich habe bloß ein Zweier-System gebaut. Jetzt kann Pyro eher überfahren werden, ja, genau. Das auch. Die Züge geben jetzt wieder ein bisschen mehr Gas. Vor allen Dingen beschleunigen sie halt schneller. Brauchen jetzt nicht mehr so lange, um auf Speed zu kommen. Und dadurch kommen sie schneller durch alles Mögliche durch. Machen die Kreuzungen schneller frei und alles. Das ist schon ein bisschen besser. So, was haben wir hier? Jemanden ohne Saft. How? How did that happen? Okay. Ja, von mir aus auch das, ne? Okay, wir machen uns mal heim. Ich glaube, zum Überfahren reicht es immer noch nicht. Dafür müsste ich denen mehr Topspeed geben. Ja, können wir ja eventuell auch noch machen. Wie gesagt, ich gucke mir das alles hier noch ein bisschen an. Wenn es dann nicht mehr reicht, dann gibt man nochmal richtig Gas. Bis die Framerate einbricht. Bis zum letzten Tropfen Framerate wird hier gespielt. So. Wieso holt ihr das Zeug hier nicht raus? Achso, Speed ist es ja nicht. Ja, das ist in Ordnung. Was hat er denn? Nischt? Ja, geil. Er wollte nach Blowout. Blowout ist aber nicht. Doof, ne? Achso, volles Frachtinventar, ja, das. Ja. Blauer Out. Das ist bloß dort, wo der das Zeug holt. Oder?
Ne, der holt die entweder hier. Oder hier. Oder da. Und überall ist nix. Kann sein, dass es ein bisschen daran liegt, weil die Grünen gefehlt haben. Das weiß ich jetzt nicht. Nicht genug Blau da. Hm. Ja, das ist dann nochmal so eine Sache, die wir dann überwachen müssen. Es kann sein, dass wir das auch nochmal verdoppeln müssen. Oder einfach nochmal so ein Ding bauen müssen. Also, dass alle Schaltkreise quasi gefehlt haben. So, ich hoffe, das Stuff einstecken. Fehlt noch so eine Kleinigkeit. In zwei Sachen. Zum Beispiel habe ich nicht genug von denen hier mit, aber das sind auch keine mehr. Okay. Der schaufelt hier rein, was geht, aber wie viele Module hast du schon? Müsste ich mal nachgucken, warte mal. Hier wird drin war schon, ne? Modul? Produktivitätsmodul, minus 3. Yes. Geschwindigkeitsmodul 3, 2300. Also Geschwindigkeitsmodule haben wir. Sind genug da. Hier oben passiert übrigens auch gar nichts mehr, ne? Weil keine Roten mehr da sind, okay. Das ist natürlich so eine Sache. Aber wir sind ja dabei. Wir bauen das ja auch gerade eigentlich auf. Ein bisschen Zeug haben wir. Könnte reichen. Weil ich brauche mehr Speed-Module als alles andere. Dass das klappen könnte. So, hier unten müssen wir lang. Na, wo willst du lang, Kleiner? Nicht mich über den Haufen. Der dreht da um? Drecksack. Der Drecksack dreht da um. Ich hab's doch genau gesehen. Hier, lass mich durch. Danke. Ich bin Arzt und hab's eilig. Lassen Sie mich durch. Immer noch nicht überfahren, ne? Die Framerate rettet mich. Jeden Tag. Aufs Neue. Okay, hier, bau auf den Laden. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Tunnel habe. Ich habe auf jeden Fall nicht genug blaues Band. Da bin ich mir relativ sicher. Pyro, wenn du wieder zurückgehst, liefere manuell Eisenerz in die Basis, damit Beton hergestellt werden kann. Der hat noch Eisen. Der hat doch noch Eisen. Hier, da ist noch Eisen drinne. Und zwar 2000. Da ist noch da. Und Beton ist auch voll. Da braucht man nichts. Da ist noch genug. Es wird ja auch dann erst das nächste Mal gebraucht, wenn wir wieder ausbauen hier den Strom. Ohne wie es da aussieht. 12 Gigawatt und 18 Hammer. Also da ist noch Raum, bevor wir da wieder ausbauen müssen. So, sie sind fertig. Genau, es fehlt noch ein bisschen was. Wir gucken mal, was noch fehlt. Und das stellen wir noch ein. Band. 500. Wahrscheinlich mehr als 500. Also lassen wir die 1000 Band. 400 Speed. Okay. Können wir immer mitnehmen. 200 von denen können wir auch mitnehmen. Stehen immer noch Zähne von den Dingern. Also nimm mal 20 mit. Und der Rest sind bloß noch Kleinigkeiten. Achso, und noch 200 Tunnel. Ja, hier mach nochmal 300 Tunnel. Gut, dann gehen wir mal heim und holen das Zeug ab. Ja, keine Herstellung elektronischer Schaltkreise. Warum? Da haben wir doch extra aufgebügelt. Ja, müsste eigentlich gleich... Gleich müsste wieder welcher da sein. Dann läuft das andere Zeug vielleicht auch wieder besser.
hoffte man. Keine Ahnung, bin gespannt. Pyro, du hast zu wenig Strom gespeichert. Stelle mehr Akkus auf. Warum? Ich brauche doch keinen Strom zu speichern, wenn ich kontinuierliche Herstellung habe. Wozu soll ich denn den Strom speichern? Als ob ich das bemerke, dass ich in den Stromspeicher reinpresse. Ich bemerke das doch eher, wenn es ausfällt. Dann brauche ich auch den Stromspeicher, ne? Ob ich das jetzt eher merke oder später, ist dann auch egal. So, Sarkasmus-Alarm. Sorry. Sag das doch. Sag das doch. Ich bin noch nicht so schlau. So, hier, gib mir mein Zeug. Los, alles her. Vor allen Dingen das blaue Band brauche ich. Relativ dringend. Damit ich fertig bauen kann da drüben. Dann kann ich das nämlich anschließen und dann kann das schon mal loswuchten. Dass die Produktivitätsmodule jetzt noch nicht fertig sind, ist noch nicht so schlimm. Das macht nichts. Meine Fünfe. Wow. Da haben wir aber. Wie gesagt, der hier hinten kriegt halt. Der hat echt Schwierigkeiten, die blauen zu kriegen und die roten. Momentan. Blauen sind nämlich, glaube ich, auch permanent aus. Soweit ich das weiß. Da werden wir auch nochmal verdoppeln müssen. Der ist leer. Wo ist der andere? Hier oben, der ist bestimmt auch leer, ne? Ja, die sind bitte leer. Das heißt, brauchen nochmal den einen hier. Oder den einen da. Zwei blaue Produzierende sind im Moment zu wenig. Sag mal, Pyro, sind deine Drohnen manchmal in der RAF? Warum? Wollen die Attentate verüben? Hey, ich habe sogar alle meine Drohnen einstecken. Verrückt. Hier los. Du hast doch gar nichts, Junge. Ja. Er wollte blaue holen von. Hat's aber wieder nie geschafft. Da war wieder ein anderer schneller. Das ist momentan sein Problem, ne? Also das Blaue müssen wir dann auch nochmal ausbauen. Dafür brauchen wir auch nochmal Grün und Rot. Und zwar jede Menge Grün. Können vielleicht nochmal in so ein Ding bauen, ja. Ja, das ist ein Doppelbahnhof Blau, der da weggeht. Das passt aber ganz gut, glaube ich. Weil hier ist auch bloß ein normaler Bahnhof Grüne, der weggeht. Das heißt, ich habe noch einen Bahnhof Grüne übrig. Theoretisch. Müsste passen. Also ich müsste theoretisch nochmal blau bauen können. Ohne, dass uns die Grünen gleich ausgehen. Was uns dann ausgehen wird, ist Eisen und Kupfer. Das ist auf dem Weg out. Ich werde dann einfach mal die Forschung stoppen. Dass ich das Zeug wieder ein bisschen auffrischen kann. Weil das Problem ist halt, dass jetzt hier in der Hauptbasis, wo das ganze Zeug gebaut wird, was ich zum Aufbauen brauche, kommt kein Zeug mehr an. Der hier kriegt kein blaues Zeug mehr. Der kriegt kein rotes Zeug mehr. Das ist alles doof. Deswegen müsste man eigentlich die Forschung mal unterbrechen. Kann man das? Ja, ich kann hier abbrechen drücken. Machen wir mal. So, dann staut sich der das Zeug jetzt erstmal wieder zurück, sodass die Hauptbasis hier wieder versorgt wird. Und ja, wenn die da am Start ist, dann kriegen wir wenigstens wieder Module, wir kriegen wieder rotes Band, blaues Band, das ganze Gedöns halt hoffentlich. Alter, wie die hier alle stehen und nichts machen können, ne? Alle darauf warten, dass die mal aufgeladen werden. Mehr Robo haben wir für den Bahnhof, ja. Maßnahme.
Frage ist, wohin mit dem Klavier? So, hier. Überall gibt Platz. So, jetzt aber hier. Können die schön aufladen. Und wird hoffentlich funktionieren. Ich kann hier drüben auch nochmal welche bauen. Oben ist noch Platz. Ja. Das stimmt, hier könnte man noch schön machen. Aber das sollte jetzt eigentlich funktionieren. So. Das Problem ist halt die hier, die sich nie gescheut aufgeteilt haben. Oh, warte. Haben halt Pech gehabt. Hätten sie sich mal gescheut aufgeteilt, die Gurken. Wie haben wir denn? Genug Logistik und genug Bauroboter. Ja, er hat immer noch das Problem. Ich krieg mein Zeug, ne, sagt er. Das ist alles nicht cool. Die nehmen mir alles weg. Der weiß nicht immer, wer das ist, der ihm alles wegnimmt. Aber das ist halt so. Ja. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis sich das rückstaut hier. Produktivitätsmodul. Wird hergestellt, aber nicht wirklich viel. Also das ist aber wenig. Wie stelle ich denn so wenig her? Das ist Vollgas? Das ist doch niemals Vollgas, oder? Nee, hier steht's. Passiert nichts. Warum? Was fehlt? Nix. Das ist da. Hä? Nee, irgendwas fehlt. Was fehlt hier? Ach, hier, die Dinger fehlen. Die komischen... Genau. Die haben gefehlt hier. Sag mal, wie heißen die denn? Die Öfen. Die lustigen Öfen fehlen. Da kann ich aber nicht mehr viel machen, ne? Na gut, ich könnte die noch auf blau aufwerten. Aus Rot macht Blau, ja. Aber jetzt gerade nicht. Wenn ich nicht genug habe, nicht genug blaues Band habe. Haben die das Rezept geändert? Das ging doch vorher mal besser. In Lichtbogenofen, in Produktivitätsmodul. 3 Gleis. In Lichtbogenofen. Für 3 Dinger, ne? Ja, für 3 Dinger. Das heißt, wir brauchen ungefähr ja, so ungefähr 700 Lichtbogenöfen in der Herstellung, Produktion. Mal sehen, wie viel wir haben. Produktion, Lichtbogenofen. Da ist er. 450 im Moment. Das müssen wir schlicht und ergreifend verdoppeln. Das ist einfach nur halb so viel, wie wir brauchen. Das Ding hier ist sowieso unzureichend. Komplett da richtig. Nicht immer, dass wenn du das Ding auf blau machst, wird das ausreichend. Das heißt, ich werde das wahrscheinlich auslagern. Höchstwahrscheinlich. Und dann bloß noch die fertigen Lichtbogenöfen hier reinpumpen. Da die auch echt viel Stahl und viel Ziegelstein fressen. Dann auf Effektivität setzen. Kann man die? Das ist die Frage. Aber ja, das wäre nochmal wichtig. Vor allen Dingen, wenn die so hungrig sind. Hier Lichtbogenöfen. Kann ich den? Nee, hier. Das geht nicht. Aber auf Speed kann man sie setzen. Nützt bloß nicht viel, weil du bist ja durch den Input limitiert, weil die relativ teuer sind. Ein bisschen schade, dass man die nicht mit Produktivität ausstatten kann.
Ja, so ist das manchmal. So, kommt jetzt hier langsam wieder Zeug an? Ne, immer noch, ne. Dauert noch. So, habe ich Zeug einstecken? Ich habe Zeug einstecken, aber noch lange nicht genug. Wir schaffen das aber trotzdem schon mal rüber. Ein paar Module haben es ja geschafft. Hier können wir wieder runterstellen. Den hier. Den da auch. So. Fehlt halt jetzt vor allen Dingen an... Oh, hier unten ist mein Übergang. An denen hapert es auch. Was ist mit den Steinen? Nee, nee, Stein ist genug da. Stein hat man hier schön ausgebaut, gucke. Da ist da. Stein hätte man genug. Und wir können ja noch so ein Ding irgendwo hinbauen. Hier ist ja noch so ein riesen Steinvorkommen. Das sehe ich kein Problem. Aber, ja, das ist eine Stahl braucht es halt jede Menge. Da sollten wir aber auch genug von haben. Wir müssen halt bloß mal eine Produktion aufbauen, die groß genug ist. Weil das ist ja noch die uralte da von ganz, für ganz klein und für ganz wenig. Und die schafft's halt nicht mehr. Wo bin ich denn jetzt hier? Falsch abgebogen. Backparteile auf Stein braten. Ja, könnte man machen. Aber so unglaublich viel braucht man da jetzt ja nicht von. Ist ja wirklich bloß das eine Ding hier, was wir haben. Und du siehst ja, dass das stillsteht, ne? Da passiert ja nicht immer was. Der kann noch deutlich mehr. Müsste bloß mal einer kommen und holen. Es fehlt ja bloß ihm hier, ne? Er braucht Ziegelstein. Ziegelstein ist da. Der Zug holt ja mit ihm auch richtig viel. Hier müsste halt... Ja, wir könnten da jetzt hier blaues Band erstmal knallen. Geht halt auch an roten, ne? Das wäre schon gut, wenn das hier wegkäme. Und in der eigene Produktion werden würde. Das würde schon helfen. So, was fehlt jetzt hier noch? Immer noch jede Menge blaues Band. Ein paar Untergrundbänder noch. Ja, solange wie das blaue Band noch fehlt, kann ich das nie anmachen. Muss das dann in die Anforderungen setzen? Wie in die Anforderungen setzen? Oder wen setze ich dann in die Anforderungen? Ich meine, man könnte natürlich das Ding hier, was wir hier haben, das könnte man natürlich umändern auf das Ding hier. Wenn man wollte. Oder wir machen das mal zentral irgendwo, dass das gehandhabt wird. So. Wäre vielleicht ganz cool, dass ich da irgendwo mal eine Schmelze baue. Nur für Ziegelstein, die auch mit Produktivität ausgestattet ist. Einfach für Effektivität. Ja, aber es ist jetzt nicht tragisch, erstmal. Wichtig wäre ja erstmal, dass wir da genug für die Forschung hinkriegen. Die Forschung ist ja jetzt eh erstmal aus. Damit hier mal wieder die... Hier oben passiert nämlich nichts, ne? Hier arbeitet keiner. Weil... Blau fehlt. Richtig. Weil es die Züge immer noch nicht schaffen, blau zu holen. Der hier hat blau. Nützt uns aber nicht. Unser hier, unser blauer, müsste mal blau holen. Da ist er. Und der hat blaue mit. Das ist schon mal hervorragend. Also wir müssen auf jeden Fall blaue auch ausbauen. Ich glaube halt hauptsächlich, weil wir hier jetzt einen Haufen Module bauen. Deswegen müssen wir mal die blauen da ausbauen. Boah. Kriegen die Framerate schon runter, ne? Seh schon. Zwei Streams noch, dann sind wir auf 20 FPS. Ich glaube, ich mach das morgen mal.
du morgen mal diesen Spielstand hier bei den Devs einreichen im Forum und fragen, ob was mit Multithreading irgendwann mal kommt. Packe ich denen einen richtig schönen Screenshot von meiner Lastverteilung auf den Kernen dazu. Und weine ein bisschen. Weil das ist echt schade. Das ist echt schade. Würde der nur 4 Kerne nehmen, wäre ich schon wieder bei. Wäre ich immer noch bei 60. Und ich habe 8 Kerne zur Verfügung. Da ist ja noch Luft. Da ist ja noch echt Luft. Quasi. Aber na gut, ist vielleicht auch nicht machbar. Ich weiß ja jetzt nicht, wie umsetzbar das ist. Das ist die andere Sache. So, haben wir. Wow. 70 schon. Das geht ja ab wie Schmitz Katze. Oh, hier kommt doch kein Eisen mehr an. Wo verschwindet denn das ganze Eisen, Holy Moly? Okay, Wunder, dass da nichts passiert. Das ganze Eisen verschwindet hier. Ja, komm, ist gut. Brauchst doch nee, voll machen, weil. Weil. Braucht mir zu viel Zeug. So, weil dann kommt nämlich dann gleich erstmal wieder mehr Eisen hinten an, wenn das hier voll ist. Gut, das ist jetzt voll. So, dann müsste er jetzt eigentlich aufhören, genau. Wo ist denn das ganze Eisen hin? Gibt's ja gar nicht. Wo pfeift denn das hin? Naja, das geht hier hinten hin. Nicht da, ey. Da, vielleicht nochmal ein fünftes Band legen. Ja, vielleicht eine Maßnahme, ne? Hier, die hier nochmal da kopieren. Dass da mal was abgeht. Ich will sie auch nicht so weit wegsetzen. Komm, bastel hier hin. Huch. Ja, jetzt hatte der keinen Strom. Huch, aber wir können hier hin. Und dann ist da Strom. So, blaue. 1, 2, 3. Nochmal blau. Einer fehlt noch. Ach ne, hat er. Okay. So. Ja, dann düsen wir jetzt mal da mit runter. So, hier. Ein extra Band Eisen. Auf das möchten wir nicht scheißen. Das ist nötig, würde ich mal sagen. Hier. Ja, Zahnlücke. Zahnlücke? Ne, keine Zahnlücke, das ist schon mal schön. Die sehen wir hier mit durch. Mal gucken, ab wo es fehlt. Dort bauen wir es dann jetzt mit ein. Theoretisch ab hier schon. Eigentlich ab hier. Da kann das mit rein. So, hier. Hier machen wir so. Und Heidewitzka. Kann hier auch schon mit rein. So. Hau ruck. Keine Ahnung, ob das was bringt. Es sieht aus, als würde es hier stocken. Wir machen mal Produktenausgang links. Ja, dann sieht es besser aus. Dann sieht das doch ein bisschen besser aus. Hier. Okay, hier macht auch ein volles Band hoch, ne? Wo macht denn das hin? Ja, hier oben. Die Schwefelsäure und die Batterien hier. Ich habe hier auch noch eine Batterieproduktion. Eine große.
Warum schicke ich denn die nicht rüber? Hier sind 38.000 drin. Oh, das ist zu wenig. Guck mal. Da bräuchte man mehr. Also so eine Batterieproduktion kann ich auch mal irgendwo bauen. Und auslagern. Würde Sinn machen. Nochmal die separat irgendwo aufzubauen. Mann, ich habe die Forschung schon aus, ne? Das fehlt trotzdem an allem. Hammermäßig, du. Hammermäßig. Das ist schon ein geiles Spiel, Factorio. Immer so sagen. Also da echt Hut ab für die Leute, die sich das ausgedacht haben. Oh, hier, das sieht gut aus. Endlich mal wieder produziert. Trotzdem noch arschlangsam. Weil ich zu viel aufs Mal gerade gemacht habe. Die hier müssten halt nochmal irgendwo sein. Bloß wo. Und ich bräuchte mehr Band dafür. Hier kommt ja immer noch nicht genug an. Das lohnt sich ja nicht wirklich. Dann noch irgendwo was hinzusetzen. Wenn ich kein Band habe. Na gut, das. Jo, ich würde dann mal sagen, ich mache jetzt hier erstmal Schluss für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Follow freuen, damit wir uns hier beim nächsten Mal wiedersehen können. Ob ich morgen streame, weiß ich noch nicht. Das hängt von meiner Lust ab. Mal gucken. Ansonsten spätestens Mittwoch bin ich wieder da. Jo. Ich lasse das Spiel jetzt hier nochmal so ein bisschen laufen. Das ganze Zeug, was uns zum Bauen fehlt, dass sich das langsam wieder auffüllt. Damit wir dann hier beim nächsten Mal wieder weitermachen können, ohne dass wir auf 50.000 Sachen warten müssen, die alle noch irgendwo gebaut werden wollen. Weil das fetzt ja nicht. Eine Sache, die ich dafür noch machen will, ist das Lager hier für die blauen Bänder will ich mal verdoppeln. Weil hier sind wir ruckzuck durch gewesen. Ich weiß, das macht jetzt keinen Sinn. Aber das ist fürs nächste Mal dann. Dass man da einfach mehr Puffer hat. Weil der die Hälfte der Zeit ja stillsteht und nichts macht. So. Alles denn. Vielen Dank und macht's gut. Ciao.